gerade leider nicht von der Mucke. Fresse. Alter! Das war zu schnell. Servus Freunde, willkommen zum neuen Video. Heute geht es in den Bikepark Winterberg, also das ganze Wochenende über. Hier ist schönes Wetter. In Winterberg sieht es für dieses Wochenende nicht ganz so gut aus. Ich hoffe, das Wetter hält trotzdem. Ich fahre zusammen mit Maurice und noch einem Kumpel. Bin gespannt, wie es wird. Ich war 3-4 Jahre nicht mehr in Winterberg. Haben mir auch einiges umgebaut. Bin auf alle Fälle mega hyped drauf und wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Wir fahren ungefähr 3,5 Stunden von Rudelstadt bis nach Winterberg. Als allererstes sind wir bei uns auf dem Campingplatz, haben unser ganzes Zeug aufgebaut und dann den Abend verbracht. Ich blende euch jetzt einfach mal ein paar Instagram-Stories ein. Lasst es einfach auf euch wirken. Leute hier, Alter. Erklär mal jetzt, wie du das hier alles so machst. Ja, irgendwie zusammen schrauben. Was hast du denn jetzt hier auf eigentlich vor, so richtig? Ja, das ist wie ein Lenker wechseln. Warum das? Wieder kleiner machen. Das wird doch wieder nicht. So ein scheiß Lenker kann man ja auch nicht fahren. Carbon-Lenker, Mensch, ey. Was soll denn das nur? Ja. Alu mit einer schönen Schramme drin. Das muss man fahren. Das ist schon ein himmelweiter Unterschied. Los, schraub das Ding jetzt da drauf. Nee. 10 Cent passen, Leute. Geht das? Am nächsten Morgen erstmal schönes Frühstück. Und dann ging es schon ab in den Bikepark. Dann natürlich erstmal Tickets kaufen, was wir natürlich nicht wussten, weil wir uns nicht vorher informiert haben, dass man auch Tickets online vorbestellen kann, was uns der Verkäufer verraten hat, was auch besser gewesen wäre. Dann hätten wir keine Probleme gekriegt, in den Bikepark überhaupt zu kommen. Aber wir hatten Schwein, es waren noch 3 Karten übrig, also kein Problem. Und es konnte dann ab auf die erste Strecke gehen. Maurice und Max waren noch nie in dem Bikepark. Wie gesagt, bei mir ist es auch 3-4 Jahre her, wo ich das letzte Mal in Winterberg war. Und zum Einfahren sind wir dann erstmal auf dem Flow Country, den ich wirklich sehr, sehr gut in Erinnerung hatte und früher schon sehr geil fand. Hui! Maurice fährt erstmal vorne weg, wir haben uns dann gegenseitig immer mal abgewechselt, mal er, mal ich. Der Flow Country ist wirklich ein schöner, gemütlicher Trail mit kleinen Hügelchen, wo man immer mal schön drüber hüpfen kann und ein bisschen seinen Style üben kann. Du!
Ab. Mach ich, die Kamera läuft. Dein kleiner Schnitzel ist mit drauf. Das Gute am Winterberg ist, dass die Seilbahn wirklich schnell ist. Es können bis zu 3 Personen in den Lift einsteigen und so schnell wie man runterfährt, kommt auch an, wie schnell man fährt, fährt man auch wieder hoch. Stehen immer im Weg. Ja. Oh, viel zu weit. Wir sind dann den ganzen Tag immer wieder von Strecke zu Strecke, haben alle Strecken durchgetestet. Und uns schöne gegenseitig angestichelt. Ja. Ich dachte, ich brauche unbedingt neue Klicks, ey. Den habe ich nicht cool getroffen. Oh, zu kurz.
verkackt, Linie verkackt. Oh. Das war schön. Daniel, komm, den Wallride kriegst du auf. Einfach durch. Hat die gut gemacht. Ach Scheiße. Oh. Huh. Einmal durchgeschlagen. Einmal bitte durchgeschlagen. Stärkung am Tag muss natürlich auch sein. Schöne Pommes zum Mittag. Maurice im Insta-Live. Riders ready. Watch. Dann haben wir mal gewechselt und Maurice ist mir mal hinterher gefahren. Was ist denn mit dir los? Alter, du kannst ja auch im Sitzen fahren. Was? Du kannst ja auch im Sitzen fahren. Das ist, glaube ich, geschafft. Da kommen die großen Junge. Jetzt ein Feuer. Und so wie es sein muss, oh, auch mal einfach lassen sollte,
was ich über die ganzen Jahre schon gemerkt habe, man sollte nie letzte Abfahrt sagen. Das hier war die letzte Abfahrt des ersten Tages. Und wie es natürlich sein musste, musste die ganze Nummer auch schief gehen. Ja, alles gut. Das war zu schnell. Dabei habe ich mich etwas an der Ferse verletzt, nicht weiter schlimm. Danach sind wir dann schön nach Hause geradelt zum Campingplatz. Ach, halt deine Fresse. Und dann noch schöne Pizza mit Ananas essen. Lasst die Hasskommentare regnen und haben den Abend schöner ausklingen lassen. Nächsten Morgen ging es dann wieder in den Bikepark bis Mittag ungefähr. Weil wir ja, wie gesagt, schon 3,5 Stunden wieder heimfahren. Vorher nur ein kurzer Wochenendtrip und haben den letzten Tag einfach nur noch ein bisschen Geige im Bikepark gemacht. Zum Glück hat nachher der North Shore auch am nächsten Tag wieder aufgemacht und wir konnten die North Shore Line durchfahren. Den letzten Tag haben wir, wie gesagt, schon mit ein bisschen Geige verbracht und haben ein paar Aufnahmen von außen gefilmt. Das ist aber auch gefährlich. Ja. Gefährlich. Meine Brille ist zwar saudreckig. Du kannst ruhig vorfahren. Scheiße!
Ja. Ja, ja. Gestern schon falsch abgebogen. Oh, klick ein. Ja, sind echt fertig die Dinger. Piste. Irgendeiner hat ja hundertprozentig mal ins Horn geschissen. Das geht hier gleich rein, glaubt ihr das? Ekelhaft. Ich hätte euch das Video noch mit vielen, viel mehr Clips vollpacken können, wo wir noch viel mehr Blödsinn machen, aber dann wäre das Video eine Stunde lang geworden und ich glaube, so viel Geige will sich auch kein Mensch anschauen. Deswegen fahren wir hier gerade runter auf den Parkplatz über die Enduro-Line auf der anderen Seite des Bikeparks runter zum Parkplatz. Ja, genau. Und dann war das Bike-Wochenende auch schon vorbei. Oh. Mitten durch! Da oben sind wir dran weg. Da ist einer, Alter. Hat also nicht so. Ja. Oh, die ist trockener als gestern, hätte ich nicht gedacht. Ja. Boah, stellen. Ah, ja, unten und oben das erste, das ist wirklich. Bleh. Gut, schlicht. Jo, Max, halt! Komm, 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 gib ihm! Was? Ja, du hast echt eine Kurse, das ist nicht
Wo haben wir eigentlich geparkt? Wisst ihr das einer? Da ist er. Das war's aus Winterberg. Es war ein mega geiles Wochenende. Gott sei Dank hatten wir riesig Glück mit dem Wetter. Also nach dem Wetterbericht hätte es uns auch schlimmer erwischen können. Gott sei Dank hatten wir, wie gesagt, riesig Schwein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, Like und Abo nicht vergessen. Würde mich mega drüber freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!